Schön, dass es dich gibt und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Benjamin Schamula. Heute der praktische Teil von Merkaba-Reisen. Und bevor wir anfangen, noch einige kurze Ratschläge und Tipps meinerseits. Erdung, ganz, ganz wichtig. Ohne Erdung geht gar nichts. Deswegen solltest du diese Übungen vollziehen. Achte darauf, dass du gut geerdet bist. Finde Ausgleich in deinem Leben. Jeden Tag stundenlang zu meditieren und sich nach innen zu richten, kann zu Lichtkörpersymptomen führen. Lichtkörpersymptome mag keiner, ich kenne sie gut. Aber über Lichtkörpersymptome spreche ich dann in einem anderen Video. Ja, außerkörperliche Erfahrungen. Im Prinzip ganz einfach. Jeder kann es. Und dazu möchte ich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Denn manch Menschen passiert dies ganz unbewusst, ohne dass sie es willentlich beabsichtigt hatten. In unserer Jugend kam mein Bruder mal auf mich zu und erzählte mir von einem Erlebnis, das er hatte in der Nacht, dass er aufwachte, doch er wachte nicht in seinem Körper auf, sondern schwebte 2 Meter über seinem Körper. Dies beobachtete er eine Weile, bis er realisierte, was da eigentlich gerade passiert, und erschrak. Und in diesem Augenblick war er auch schon wieder in seinem Körper drinne. Und natürlich kann man in solchen Augenblicken erschrecken. Natürlich. Denn mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt nicht vorbereitet. Aber wir gehen ja vorbereitet an die Geschichte ran. Das heißt, wir stellen unsere Seele Tag für Tag mehr und mehr darauf ein. Also wird auch kein großes Erschrecken stattfinden. Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. So, es braucht natürlich gewisse Voraussetzungen, damit so etwas funktioniert. Eine ganz wichtige Voraussetzung ist Stille. Schaffe dir ein Umfeld, in dem du weißt, dass du nicht gestört wirst. Sorge dafür, dass nicht zu viele äußere Geräusche um dich herum sind. Sei nicht zu müde. Gehe vorher vielleicht einmal auf die Toilette, damit du in dieser Zeit, 1 Stunde oder 2 Stunden, nicht gestört bist. Und vielleicht trinkst du einfach vorher nicht ganz so viel. Ja, und wie ich gesagt habe, bleibe ungestört. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn du 1 Stunde der Vorbereitung genossen hast, der Fokussierung, darauf komme ich dann gleich zu sprechen, und dann wirst du plötzlich gestört. Das habe ich oft erlebt und das ist dann menschlich gesehen etwas ärgerlich. Auch wenn du natürlich ganz in deinem inneren Frieden bist. Und so komme ich bereits zur Anleitung. Ich kann dir empfehlen, weil es für mich so das Beste war, dich auf den Rücken zu legen. Manche bevorzugen bei Meditation das Sitzen, natürlich ist auch das möglich. Ich habe mich immer auf den Rücken gelegt, denn dort konnte ich am allerbesten entspannen. Auch mein Rücken konnte entspannen. Ich habe keine unnötigen Druckpunkte gehabt. Und das ist für diese Art der Meditation, die ich dir jetzt dann zeigen werde, ganz, ganz wichtig. Lege deine Arme ruhend neben deinen Körper. Ein wenig Abstand. Sorge auch dafür, dass deine Arme still liegen und dort liegen bleiben können. Und auch die Beine ruhig liegen lassen. Dann lege dir noch ein Kissen in deinen Nacken hinein, dass dein Kopf leicht nach hinten fällt. Auch das ist dann für 1-2 Stunden die optimale Position. Ich habe mich damals auf meine Liege gelegt. Sie war fest und dennoch weich. Sorge auch du dafür, dass du einen einigermaßen bequemen Untergrund hast. Aber lass es nicht zu weich werden, denn dann wirst du müde. So, und dann, wenn du dich entspannt eingefunden hast und die optimale Position für dich gefunden hast, dann lass deinen Gedanken freien Lauf. Versuche nicht, verbissen, dich von deinen Gedanken zu lösen. Gib deinen Gedanken Raum. Gib dem Raum, was zuvor an dem Tag geschehen ist. Das ist ganz normal, die Seele möchte verarbeiten, wenn die Augen geschlossen werden. Vielleicht dauert das 10 Minuten, 15 Minuten, bevor du runterkommst und die Gedanken auch ruhig werden. Und dann kann ich dir empfehlen, bündele deine Gedanken. Fokussieren. Was möchtest du? In diesem Augenblick mach dir noch einmal bewusst, dass du dich nun hingelegt hast, um eine außerkörperliche Erfahrung zu machen. Und von nun an lass dich nicht mehr ablenken. Du hast deinen Gedanken und deinen Gefühlen Raum gegeben und immer dann, wenn jetzt ein Gedanke kommt, der Dualität, der Außenwelt, dann schiebe ihn ganz sanft beiseite. Das kannst du auch innerlich mit diesem Bild tun. Jetzt nicht.
Sollte der Verstand wieder zu stark werden, deine Gedanken zu groß werden, dann gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick, um in dein Wirklichkeitsgefühl, in dein Gefühl zu kommen. Der liegt darin, dass du in deinen Körper hineinspürst. Und ich sage dir eins, in den Körper hineinspüren, das ist das, was ich in meinen Meditationen am meisten getan habe. Denn immer dann, wenn du in deinen Körper hinein spürst, in deine Hände, in deine Füße, in deine Beine, deine Arme, in deinen Atem, dann bist du raus aus deinem Verstand. Ganz einfach. Und über dieses Spüren des Körpers stellst du mit der Zeit fest, dass das Spüren deines Körpers eine Ebene weitergeht. Du spürst irgendwann nicht nur noch deinen Körper, sondern du spürst einen Energiekörper. Das ist magisch. Und dieser Körper, es ist wie ein Abdruck deines Körpers, ein energetischer Abdruck, liegt einige Zentimeter um deinen Körper herum. Und genau dieser Körper ist es, der sich später, wenn alles so funktioniert, wie wir uns das hier jetzt vorstellen, der Teil, der sich von deinem Körper löst. Helga hat in den Kommentaren geschrieben, dass sie dabei immer einschläft. Kenne ich zu gut. Gerade am Anfang. Am Anfang entspannt man sich ein Stück zu weit. Obwohl, die Entspannung ist natürlich nicht zu weit. Man lässt sich zu tief fallen. Der Fokus spielt eine ganz große Rolle. Wie gesagt, das ist mir auch oft passiert. Doch dafür gibt es eine Lösung. Deswegen habe ich meine Meditation zumeist nachmittags gemacht. Wie gesagt, um nicht einzuschlafen, ist es ganz, ganz wichtig, den Fokus zu halten. Mache dir bewusst, warum du jetzt an deinem Platz liegst. Du möchtest eine außerkörperliche Erfahrung machen. Und dafür braucht es Geduld. Wenn ich mich heute hinlege und etwas Ähnliches fokussiere, ich mache es heute kaum noch, dann würde ich wahrscheinlich beim ersten Tag auch einschlafen. Und beim zweiten Tag schon etwas weniger. Und beim dritten Tag wird es wunderbar funktionieren. Manchmal funktioniert es auch gleich am ersten Tag. Ich bin kein Aura-Meister und kann natürlich nicht genau sagen, was da energetisch ins Detail passiert. Mein Bild von dem Ganzen ist, dass du ein Feld um dich herum aufbaust. Ein Feld der Wirklichkeit, ein Feld des Fokus, ein Feld der Absicht, eine außerkörperliche Erfahrung zu machen. Und dieses Feld, das unterstützt dich. Damit ich dieses Feld aufbauen konnte, vor einigen Jahren, hat es Wochen gedauert. Und hatte ich später einmal kurze Pause eingesetzt, dann hat es wieder 2 Tage gedauert, bis ich dieses Feld in mir gespürt hatte. Und deswegen kann ich dir empfehlen, es täglich zu machen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, einmal in dieses Feld hineinzugehen. Du wirst sehen, dass es funktioniert. Und dennoch kann der Schlaf in diesem Fall ein Verbündeter sein. Wieso? Das werde ich dir kurz erklären. Denn wenn du eine außerkörperliche Erfahrung aus dem Schlaf heraus vollziehst, dann kann dies unter Umständen sehr viel einfacher sein. Denn wenn du zuvor eingeschlafen bist, kommst du gerade aus deiner inneren Welt. Und wenn du aus dem Schlafen heraus erwachst, immer noch in diesem Zustand bist, von dem ich immer spreche, dann braucht es nur noch einen Gedanken. Ich selber bin darauf gekommen, dass Affirmationen extrem gut sind für diese Art der Meditation. Sprich zu dir selbst, immer und immer wieder. Sag dir selbst, warum du jetzt hier liegst. Sprich zu dir und sag, ich werde gleich einschlafen und das ist gut so. Und dann werde ich aus meinem Schlaf erwachen und die außerkörperliche Erfahrung wird möglich sein. Wiederhole das immer und immer wieder. Es funktioniert tatsächlich. Eine weitere Affirmation. Ich entspanne mich mehr und mehr, immer tiefer und tiefer. Dann fühle wieder in deinen Körper hinein. Fühle deine Hände, fühle deine Füße, denn gerade die Füße und die Hände, dort spürst du die Energie am stärksten. Zumindest habe ich es dort am stärksten gespürt. Mein Geist ist frei schwingend, mein Körper die physische Hülle. Auch eine wunderschöne Affirmation. Und dann spüre wieder in deinen Körper hinein. Spüre die Energie, wie sie sich ausdehnt und weich wird und leicht wird. Was kann genau passieren auf dem Weg dorthin? Sensationelles, tatsächlich.
ich habe vieles erlebt und eine kleine Geschichte möchte ich gerne erzählen. Denn bei dieser Meditation geht es nicht nur rein darum, eine außerkörperliche Erfahrung zu haben. Du öffnest deinen Geist, dein Tagesbewusstsein für andere Ebenen. Das kann sehr lustig sein. Die kurze Geschichte. Ich liege auf meiner Liege, bin 2 Stunden in der Meditation. Meine Praxis ist abgesperrt, damit mich keiner stört. Und während ich mit geschlossenen Augen auf meiner Liege liege, steht plötzlich ein Schäferhund in meiner Praxis. Von dem Ort, wo ich liege, kann ich den Schäferhund nicht sehen, meinen physischen Augen. Die sind geschlossen. Und dennoch sehe ich den Schäferhund und nehme ihn als sehr real wahr und denke mir noch in dem Augenblick, aber du hast doch abgeschlossen. Und beobachte den Hund, wie er Schritt für Schritt mir immer näher kommt, einen Bogen um mich herum schlägt und plötzlich neben mir an meiner Liege sitzt, an meinem Kopf. Und er schaut hoch. Was genau wollte dieser Hund neben mir? Und um mich zu vergewissern, ob der Hund jetzt tatsächlich da ist, habe ich für einen kurzen Augenblick mein linkes Auge geöffnet, meinen Kopf nach links gedreht und war verwundert, dass er plötzlich nicht mehr da war. Das habe ich 2-mal wiederholt. Auge auf, er war weg, Auge zu, er war da. Also ich war bei vollem Bewusstsein. Ich habe nicht geträumt. Der Schäferhund neben mir an meiner Liege sitzend und ich 5 Minuten. Und irgendwann habe ich etwas Angst bekommen und gedacht, er wird mich sicherlich gleich in meine Hand beißen, die dort neben mir liegt. Denn er fing an zu knurren. Wahrscheinlich hat er meine Angst gespürt, die ich hatte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bis ich dann diese Meditation unterbrach. Erst 2-3 Tage später fasste ich mir den Kopf und mir wurde klar, dein Krafttier kommt dich besuchen. Dein Wolf kommt dich besuchen. Erst identifizierst du ihn als Schäferhund und dann hast du auch noch Angst vor deinem Krafttier. Kein Wunder, dass er dich angeknurrt hat. Ein schönes Erlebnis, denn auch das kann passieren, dass dein Krafttier tatsächlich vorbeikommt und es ist real, sagenhaft. Wenn etwas geschieht, ob eine Erfahrung wie diese oder auch eine außerkörperliche Erfahrung oder der Ansatz einer außerkörperlichen Erfahrung, du wirst es spüren, dann bewahre die Ruhe. Wenn du kurz erschrickst, komm wieder zurück, bleib in deinem Körper, bewege deinen Körper nicht, das hilft am allerbesten. Kann etwas passieren oder muss man sich um seinen Geist Sorgen machen? Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht, also von mir ein klares Nein. Wir machen das Ganze nicht unbewusst. Wir gehen mit einem spirituellen Geist an die Geschichte einer außerkörperlichen Erfahrung heran, an dem Beginn einer Merkaba-Reise. Und für diejenigen, denen es hilft, ich habe immer meine spirituellen Begleiter aus der anderen Ebene mit eingebunden in die Meditation. Und von daher weiß ich bin beschützt. Du durchläufst während der Meditationen, während der Tage, während der Wochen, vielleicht auch Monate, energetische Vorbereitungen. Du klärst deinen Geist, du klärst deine Chakren. Das passiert alles von ganz alleine durch deinen Fokus. Und von daher wirst du vorbereitet sein, wenn etwas geschieht. Und es wird dir auch nicht wirklich Angst machen. Höchstens, dass du dich mal erschrickst. Aber danach ist die Freude umso größer. Schreib mir doch deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich freue mich jedes Mal, sie zu lesen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es. Abonniere meinen Kanal, es werden weitere Videos kommen. Eines spannender als das andere. So bleibt mir nichts weiter zu sagen als schön, dass es dich gibt. Dein Benjamin Schamoll.